Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit BMZ Nummer 490 und den Themen teure Pots, Deko, Freundin und drei Fragen. Hiho, finde nur ich, dass die Pre-Pots aktuell viel zu teuer sind. Ich habe jetzt das Wochenende Mythic Plus gefarmt und alle 10 oder höher in Time gemacht. Der Spaß hat mich rund 60.000 Gold gekostet. Ich bin zwar Alchi-Kräuterkundler, aber ich wollte ja nicht nebenbei noch Stunden farmen, sondern Mythic Plus spielen. Kurz drüber gerechnet konnte ich in Legion noch aus wenigen Kräutern, von Sternlichtrose mal abgesehen, recht viele Pots herstellen. Trank des alten Krieges, eine Sternlichtrose, zwei Fuchsblumen, zwei Fjarnsgaggel. Wo einmal Fuchsblume und einmal Fjarnsgaggel noch für rund 3 bis 5 Pots gereicht hat, nehme ich an. Da muss ich jetzt im schlimmsten Fall 7-mal eine Blume looten für einen einzigen Pre-Pot. 10 Meeresstängel, 8 Sternenmoos, da ja teilweise nur 3 drin sind. Das ist schon mal eine starke Steigerung. Kommt nur mir das viel zu teuer vor, oder lässt sich das vielleicht einmal in einem Q&A einbauen, was die Beweggründe dafür sind. Also allgemein gab es die Kritik ja auch schon in Legion. Denk mal daran, wie teuer am Anfang die Pots und Flasks und so in Legion waren. Ich weiß noch, dass wir mal ausgerechnet haben, aus Spaß an der Freude, bei den Umrechnungskursen von Gold und Geld, dass Kräuterfarmen auf einem einzigen Charakter, ohne Multiboxen oder so, auf einem einzigen Charakter Kräuterfarmen in Legion, am Anfang von Legion, effizienter war als ein Nebenjob bei McDonald's. Wir kamen, glaube ich, auf irgendwie über 15 oder 17 Euro oder so die Stunde, der das entsprochen hätte. So ganz grob über den Daumen, hängt immer vom Server ab und so weiter und so fort. Und Blizzard hat dann darauf reagiert, dass sie immer wieder mal so ein bisschen das Ganze nach unten getuned haben, was die Materialien betrifft, die man braucht für die entsprechenden Flasks und Pots, aber halt nicht sehr weit runter getuned, was man dafür braucht. Und ich kann mich daran erinnern, dass die einzige Pot, die ich in Legion getrunken habe, gesoffen wie eine Senke, waren halt die, die man vom Blood of Sargeras herstellen konnte. Die Fläschchen der verlängerten Macht oder so auf Deutsch. Potion of Prolonged Power auf jeden Fall. Und ich würde mir wünschen, dass es so eine universelle Billig-Pot in Anführungsstrichen auch jetzt gäbe. Denn das ist das große Problem. Dass die Pots halt dafür gedacht sind, dass man vor allen Dingen im PvE-Content, vor allen Dingen im wichtigen Progress-Content oder dann im Farm-Content, wenn man halt irgendwie tolle Logs erzielen will, dass man dafür die Pots benutzt. Jetzt haben wir allerdings auch noch sowas, was sich Mythic Plus nennt, wo man mehr oder weniger 20, 30 Minuten so plus minus fast durchgehend im Kampf ist und damit die Option hat, 10, 15, 20 Potions zu trinken während einer einzigen Mythic Plus-Instanz. Und ja, da hast du an einem Tag kannst du mehr Potions verbrauchen, als du das, oder auch die Runen zum Beispiel, ne? Als du das zum Teil für den gesamten Progress bei einem einzelnen Boss getan hast. Und ja, das lässt natürlich das Verlangen hochkommen, dass sich da ein bisschen was ändert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob und in welche Richtung Blizzard da zuhört und was ändern möchte. Weil ich frage mich halt, ob das der Maßstab ist, für Blizzard zu sagen, aber wenn ich jetzt den ganzen Abend Mythic Plus spiele und mir 200 Potions jeden Abend reinhaue, dann sind die mir zu teuer. Oder ob Blizzard sagt, naja, wenn wir das jetzt so machen, dass sie für dich getuned sind, dann hat derjenige, der raidet, ja quasi keinen Aufwand mehr und diejenigen, die farmen, können damit kaum noch Umsätze machen, wenn die Preise für die entsprechenden Pots so in den Keller gehen, wobei die ja sowieso so im Keller sind, dass du ohne den Proc ja schon eigentlich gar keine Gewinne mehr machen kannst als Alchi. Von daher, das Problem existiert. Es kann sein, dass es sich insofern noch ein bisschen verstärkt hat, dass man im Moment nicht fliegen kann. Und fliegen können oder nicht fliegen können, ist halt ein erheblicher Unterschied dafür, wenn es darum geht, wie viel Kräuter man farmen kann in einer gegebenen Zeit. Denn ich weiß nicht, wie viel es pro Stunde ist, aber ich würde mal sagen, die Ausbeute ist doppelt bis dreimal so hoch, wenn man fliegen kann. Zumal du dann auch quasi keine Kämpfe mehr machen musst. Musst du jetzt meistens auch nicht, vor allem wenn du einen Tank hast, mit dem du farmen kannst, der nicht vom Mount gehauen wird. Und du hast den Golem, den Sky Golem, der wiederum kann aber nicht durchs Wasser reiten, also nicht übers Wasser, sodass du dann, wenn du in den Kampf kommst und durchs Wasser musst, halt dann so ewig durch die Gegend eierst. Also ich glaube, dann werden die Preise wieder sinken, wenn das der Fall ist. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass Blizzard so eine,
so eine Jedermanns-Pot, wie die Porsche noch Prolonged Power einführt. Das war eines der Dinge, die mir am meisten Freude bereitet haben als Consumable, seit es Consumables gibt. Und man muss natürlich dazu sagen, die waren natürlich auch noch so stark, dass die für manche Spieler universell die beste Pot geworden ist. Das kommt natürlich auch noch dazu. So, jetzt kommt eine interessante Frage, die ich spannend fand, wo ich mir nicht ganz sicher war, was für eine Überschrift ich dafür hätte wählen sollen. Lieber Barlow, es steht mal wieder die Karnevalszeit vor der Tür, was mich neulich zu der Frage brachte, ob es moralisch noch erlaubt ist, mit seinen Frauen anzugeben oder ob das generell als sexistisch anzusehen ist. Was meinst du? Kommen wir gleich am Ende zuerst mal den kompletten Kontext herstellen. Wie ich dazu kam, wir gehen jedes Jahr mit einem Kreis, ist schon eine lustige Geschichte. Mehr oder weniger bekannter Paare zu einer Karnevalsfeier. In den vergangenen Jahren verkleidete sich meine Frau mal als Regentonne, mal als Schornsteinfeger, Hexer, Gartenzwerg. Anfangs fand ich das ganz witzig, weil es mal was anderes als das Übliche war, aber zunehmend stört mich ihre Art der Verkleidungswahl. Während die anderen Männer ihre Frauen mit die da hinten im Latexanzug ist meine Frau, die Prinzessin in Lila ist meine Freundin oder die sexy Krankenschwester an der Theke ist meine Frau vorstellen, muss ich dieses Jahr tatsächlich sagen, ja, und meine Frau ist die Kuh da hinten. Ja, genau, die mit dem Euter da unten. Ist das fair? Natürlich nehme ich das Ganze nicht so ernst. Ich weiß ja, was ich an ihr habe und dass sie sich locker auch ein sexy Kostüm leisten könnte. Dennoch bin ich extrem genervt. Bin ich etwas genervt. Sind solche Gedanken im 21. Jahrhundert noch okay? Oder zeigen sie nur mein hinterwäldlerisches Männer- und Frauenbild? Ich selbst werde in meiner Kostümauswahl übrigens eingeschränkt. Du wirst eingeschränkt? Ich selbst werde in meiner Kostümauswahl eingeschränkt. Ich muss als Pferd gehen, oder was? Mir ist allerdings auch relativ egal, was ich anhabe, Hauptsache bequem. Es ist vielleicht deiner Frau auch. Jetzt kommen wir mal zu einem allgemein extrem häufigen Missverständnis. Nein, ich sage mal nicht Missverständnis. Ich sage einer Unsitte, die sich eingebürgert hat in den vergangenen Jahren. Und das ist, wenn es um die Äußerlichkeit geht oder das Beurteilen oder Hervorheben von Äußerlichkeiten, das als Sexismus zu bezeichnen, wenn es um die Äußerlichkeiten von Frauen geht. Das ist so eine Unsitte, die irgendwann mal angefangen hat und seitdem von Leuten blind und blöd übernommen wurde, die mich auf die Palme treibt. Sexismus ist es dann, wenn es aufgrund der Tatsache passiert, dass es sich um eine Frau handelt. Aber das Verhalten, was du beschreibst, dass man einen attraktiven Partner hat, und wir kommen gleich noch zu der Kostümwahl, das ist geschlechterunabhängig. Das ist auch bei Kerlen so, das ist auch nicht mal eine Sache, die ausschließlich bei Heterosexuellen vorkommen würde. Selbst das ist es ja nicht mal. Also auch bei homosexuellen Paaren ist es ja durchaus so, dass er dann mal sagt, der schicke Herr da hinten im Rocker-Outfit, ich weiß es nicht genau, im Holzfäller-Outfit, ich gehe nur gerade YMCA, die Village People durch, das ist mein Partner, das ist mein Freund. Also das ist ja nichts, was universell für Frauen wäre. Auch nicht, und dazu kommen wir auch noch, dass sich attraktiv kleiden für Karneval. Und ich finde es immer so ein bisschen unehrlich, so zu tun, als wäre, ja, aber mit Dekolleté, deswegen ist es sexistisch. Nee, wir haben einfach nur etwas, was wir als unterschiedlich attraktiv wahrnehmen. Es gibt vielleicht ganz, ganz wenige Menschen, die es universell bei Männern irgendwie attraktiv finden, wenn die in so einem, keine Ahnung was, ausgeschnitten Muscle-Shirt und Short-Shorts rumrennen. Aber das ist nicht universell das, was wir als attraktiv wahrnehmen, sondern als attraktiv bei Männern ist es halt häufiger eher sowas, was in Richtung cool geht. Ne? Also ein extrem schicker Anzug und ich weiß nicht, wie viele Leute in ihren Piloten, Soldaten, Offizier- und Gentleman-Uniformen und weiß der Teufel was rumgehen. Dieses Phänomen gibt es ja bei Männern auch. Es gibt ja bei Männern auch die Typen, die als rotnäsiger Panda-Bär zu Karneval rumlaufen und sich selbst mit Humor nehmen. Und dann gibt es irgendwie die eher so eine Fantasie ausleben und versuchen irgendwie etwas möglichst Cooles zu sein, in Klammern, was sie natürlich meistens im realen Leben nicht sind, denn ein Pilot wird sich nicht als Pilot verkleiden zu Karneval. Und das gibt es also auf beiden Seiten und ich glaube, es gibt auf beiden Seiten diejenigen oder denjenigen,
der oder die ihrem Partner sagt, hör mal, wär auch schon mal ganz schick, wenn du dich mal ein bisschen hier attraktiver kleiden könntest. Also nein, das ist nicht sexistisch. Ob das jetzt etwas ist, was man nachvollziehen kann, ich weiß es nicht. Ich finde irgendwie, ich bin sowieso kein Karnevalsmensch. Wie schon häufig erwähnt, muss man dafür halt nach draußen gehen und das ist nicht so meins. Und war es aber auch sonst nie. Und ich fand beides irgendwie ganz, ganz okay. Ich fand es lustig, wenn Leute ein kreatives, eher lustiges Kostüm hatten. Und ja, das ist dann so ein bisschen wie beim Cosplay, ne? Es gibt beim Cosplay ja auch diese Kostüme, die einfach gigantisch mit einem super tollen Aufwand gemacht wurden und einfach toll aussehen. Und dann gibt es die, die eher in so eine Richtung gehen, das ist mehr Fetisch als Kostüm. Aber wenn die Leute sich wohlfühlen, dann sollen sie beim Karneval vor allen Dingen machen, was sie wollen. Und das interessiert mich nicht weiter. Bei Cosplay ist es halt so, dass ich mir halt manchmal denke, aber das ist wieder ein anderes Thema. Cosplay ist wirklich ein anderes Thema. Ich finde es halt cooler, wenn ich beim Cosplay das Gefühl habe, dass jemand etwas macht, wo ich mir denke, wow, das sieht ja aus wie das Original. Und nicht, dass ich irgendwie ein attraktives Mädchen im Lich King Outfit habe, was das Kostüm, also was ein Bikini ist. Und dann hat sie irgendwie eine Eiskrone auf oder so. Aber du sagst ja selber, für dich ist bequem die oberste Prämisse, was ich auch gut verstehen kann, weil ich mir halt vorstellen kann, so kenne ich das noch von Karnevals rausgehen, dass man halt irgendwie teilweise da von morgens bis tief in die Nacht unterwegs ist und dann irgendwas anzuhaben, was nicht so richtig bequem ist, ist, glaube ich, wird dann auch schnell ätzend. Vielleicht ist es ja bei deiner Partnerin dasselbe. Aber ich finde, das klingt sehr lustig. Ich finde, das klingt sehr schön. Die Kuh da hinten. Jetzt habe ich weiß noch nicht genau, in was für eine Art von Kostüm du gezwungen worden bist. Macht ihr so Partnerkostüme und seid ihr dann zwei Kühe oder was? Das macht ja auch keinen Sinn. Also, ich kann das nachvollziehen, warum du das sagst. Und nein, du musst dir musst du dich deswegen nicht schlecht fühlen. Im Gegenteil, ich glaube, es sagt einiges über das Männerbild aus, was manche Leute haben, wenn sie glauben, dass diese Art Verhalten spezifisch wäre für Männer. Dass man sagt, ich fände es aber schon ganz cool, wenn mein Partner oder Partnerin da attraktiv herumlaufen würde und nicht die Kuh an der Theke ist. Moin Bardo, drei Fragen. Erstens, was hältst du davon, ein Pathfinder Kingmaker Let's Play zu machen? Es hätte mit deinen bissigen Kommentaren schon einen schönen Unterhaltungsfaktor. Das Schöne ist, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, vorher zu versuchen herauszufinden, was das ist, sondern das dürft ihr jetzt live erleben, dass ich habe keine Ahnung, was das ist. Pathfinder Kingmaker. Ich habe es noch nie gespielt. Ich hoffe, es ist ein Spiel. CRPG in Pathfinder Universe. Das ist Korea, ja? Ein isometrisches Rollenspiel von einem russischen Studio entwickelt. Okay, was sagen sie auf Deutsch? Deep Silver vertrieben. Also, bist du mit denen irgendwie, hast du selber da in dem Spiel mitgewirkt oder so? Ich hab davon noch nie gehört. Ich habe noch nie jemanden gehabt, der mir gesagt hat, Mensch, ey, die Pathfinder Kingmaker Session, die hat aber gerockt. Also, nee, plane ich nicht. Ich bin ja sowieso nicht so der riesen Let's Play Typ, Fan, wie auch immer. Und ich glaube, wenn ich auf die Idee kommen würde, mal wieder ein Let's Play zu machen, dann zu irgendwas, was ich selber unbedingt spielen will. Vor allen Dingen dann, wenn es sich nicht unbedingt anbieten würde, das im Stream zu tun. Zweitens, wie gehst du mit Leuten um, die völlig faktenresistent sind, aber dir persönlich nahestehen, beispielsweise Freundin oder Freunde? Ich bin leider nicht sonderlich sensibel und hätte dir gerne eine Möglichkeit, das Ganze so rüberzubringen, dass es gut aufgenommen wird, zumindest bei diesen Personen, weil deren Befinden ist mir nicht egal. Ach Gott. Ey, ich glaube, also das könnte eines der häufigsten Probleme sein unserer, ja nicht Gesellschaft, ja vielleicht auch. Vermutlich kommen ein Großteil der Familienstreitereien bis hin zum Punkt, nicht mehr miteinander reden zu wollen, von Meinungsverschiedenheiten, wo beide Seiten nicht von ihrem Standpunkt abrücken.
Und gerade wenn es um die weiter entfernte Familie betrifft, geht, glaube ich, ne? Weil irgendwie, wenn man mit den Eltern irgendwie sich über eine Sache nicht einer Meinung ist, dann ist das ja eine Sache, aber weil mit denen hat man dann doch häufig, zumindest über eine sehr lange Zeit, so viel zu tun, dass es nicht ausbleibt, sich so oder so mit ihnen auseinanderzusetzen. Wenn es dann irgendwie Tante Hedwig ist, die man sowieso nur beim Geburtstag von irgendwelchen Verwandten alle 10 Jahre sieht, dann blendet man die doch ganz gerne aus ihrem Leben, aus seinem Leben aus. Blendet die gerne aus ihrem Leben aus. Das klingt nach einem Euphemismus für umbringen. Ich habe keine universelle Lösung dafür. Also das Schlimme ist halt immer, dass man selbst mit den faktenresistentesten, verbohrtesten Menschen halt immer umgehen muss. Als wäre das, was sie sagen, absolut valide, auch wenn es das nicht ist. Und das macht mich wahnsinnig. Es gibt wenig Dinge, die mich so derart in den Wahnsinn treiben, wie Menschen, die komplett resistent gegenüber der Realität sind, mit denen ich aber umgehen muss, als wären sie vernünftig denkende Menschen, weil sie sonst beleidigt sind. Und beleidigt sind ganz, ganz viele Menschen, wenn man ihnen etwas sagt, was ihnen nicht passt. Und wenn du dann noch mit jemandem sprechen musst, der sich seine Meinung offensichtlich nicht auf Basis von Informationen, sondern mit Emotionen gebildet hat, dann stößt du nochmal vermutlich sehr viel schneller auf diesen Aspekt der Verbohrtheit. Aber das ist für mich halt so eine Charaktersache, was es für mich immer extrem schwierig macht, mit solchen Leuten überhaupt freiwillig zu tun zu haben. Denn für mich ist immer so eine Herangehensweise an alle Themen des Lebens, dass ich versuche, zumindest, wenn es irgendwie geht, ich versuche, möglichst viele Informationen zu einem Thema zu kommen, gerade wenn es jemandem wichtig ist oder wenn es in irgendeiner Art und Weise wichtig für mein Leben oder für die Gesellschaft oder sonst was ist und mich beschäftigt. Ich versuche, möglichst viele Informationen zu bekommen. Ich versuche, die Argumente der Gegenseite zu sehen und sie nachzuvollziehen, wenn sie nachvollziehbar sind. Es gibt ja durchaus häufiger mal Situationen, wo es keine einfache Schwarz- und Weiß-Antwort gibt. Ne, wenn wir zum Beispiel über das Thema, was ich Todesstrafe oder so reden. Ja, in Amerika, denke ich mal, wirst du da vermutlich einen 50-50-Split. Und ich möchte gar nicht wissen, wie es in Deutschland wäre, wenn mal wieder irgend so ein wichtiges Kapitalverbrechen passiert, wie viele plötzliche Befürworter es dann gäbe. Es ist ja nichts, was sich ganz leicht beantworten lässt. Ich habe eine sehr eindeutige Meinung, das ist komplett dagegen. Aber auch da kann man immer versuchen, die Gegenseite zu verstehen, aber das setzt voraus, dass man überhaupt diese Methodik anwendet. Das tun aber manche Menschen nicht. Und manche Menschen tun das quasi bei keinem Thema, über das sie reden. Und dann hast du oft noch das Problem, dass du, und das merke ich auch gelegentlich in Kommentaren unter meinen Videos, obwohl ich ja der abschreckendste Mensch für viele dieser Kandidaten sein müsste. Ich merke, dass es scheinbar Menschen gibt. Ich habe neulich einen Artikel verlinkt, da ging es darum, dass YouTube einen Suchalgorithmus geändert hat, sodass diverse Verschwörungstheoretiker und Alternativtheorien-Videos nicht mehr mit hoher Priorität angezeigt werden, was absolut sinnvoll ist. Der gesamte Comment-Bereich war voll von, aus meiner Sicht, nahezu Geisteskranken, die dahinter eine Verschwörung vom großen Google gewittert haben, um die Wahrheit zu verdecken. Also es gibt Menschen, die sich selber in eine Situation gebracht haben, dass sie glauben, dass im Prinzip jeder, der in irgendeiner Position der Macht ist, sei es nur über Information oder über Ereignisse, sie belügen will und betrügen und ausnutzen und ausnehmen. Es gibt Menschen, die das glauben. Wie willst du mit denen über irgendein Thema reden, vernünftig? Das geht nicht. Ich weiß nicht, in wie vielen Fällen das in den Bereich der tatsächlichen psychischen Erkrankung geht. Das habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich halt fürchte, dass das in ganz, ganz vielen und gerade in den extremen Fällen in Richtung schlicht und ergreifend Paranoia geht. Denn man kann zufällig eine unwahrscheinliche Erklärung zu irgendeinem Ereignis glauben, dass du halt sagst, keine Ahnung, ich glaube, Kennedy wurde von den Russen ermordet und vom FBI ermordet oder so, oder vom CIA. Inside-Job oder so, dass man eine so eine Sache hat, weil man hat ein bisschen was dazu gelesen, man ist irgendwie ein bisschen skeptisch und so weiter und so fort. Aber dass das dieselben Leute manchmal sind, die die wildesten, nicht miteinander zusammenhängenden, unwahrscheinlichen Erklärungen für die richtige halten, das ist ja kein Zufall. Das sind ja keine unabhängigen Entscheidungen, die voneinander getroffen wurden, wo man sich jeweils davon überzeugt hat, dass die unwahrscheinliche Erklärung die richtige ist. Sondern da gehört ja offensichtlich, zumindest ist das für mich relativ offensichtlich dazu, dass man eine gewisse Einstellung hat. Nämlich die, dass etwas, was mehrheitlich geglaubt wird,
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit falsch ist, als dass es richtig ist. Das ist ziemlich unlogisch, aber wenn man natürlich so ein Mindset hat, dass man sagt, die da oben wollen uns alle belügen, betrügen und ausnehmen, dann ist klar, dass das in diesem Gedankengang Sinn ergibt. Und dass es davon eine Menge Leute gibt, das merken wir selbst bei WoW, wenn ich mir regelmäßig angucke, was für Verschwörungstheorien allein im Blizzard-Universum je regelmäßig gesponnen werden, dann muss ich nur ins WoW oder ins Diablo-Subreddit gehen. Also, ich habe keine leichte Lösung dafür. Ich glaube aber auch nicht, dass es dafür eine gibt. Vielleicht gibt es welche von euch, die da eine universelle Lösung haben, aber ich glaube, jeder von uns hat solche Freunde, Bekannte, Familienmitglieder. Und ich habe eine Bekannte gehabt, die habe ich in der Zeit, wo ich in Gibraltar war, kennengelernt. Das war die Freundin, gute Freundin eines Freundes von mir. Und wir haben uns total gut verstanden. Bis ich irgendwann mitbekommen habe, dass die voll auf so ziemlich jede Art von Verschwörungstheorie abfährt und das ernsthaft tut und nicht nur einfach sich denkt, oh, das ist eine witzige Theorie, sondern dass die Dinge tatsächlich glaubt. Und es war dann unvereinbar. Das ist mit mir unvereinbar. Das geht nicht. Also, ne, wie gesagt, eine absurde Sache gestehe ich den Leuten ja zu, das mit dem Augenzwinkern zu tun, gestehe ich den Leuten auch zu. So, was wäre wenn Spielchen? Ne, sozusagen, naja, aber streng genommen haben wir da und dafür keinen Beweis und so weiter. Es ist auch, klar, es ist manchmal spannend, das ist ja das Hinterfragen von Informationen, die man bereits hat, um sie möglicherweise neu zu evaluieren, okay, ist legitim, aber irgendwie zu glauben, dass die Amerikaner mit einer Wetterstation in der Antarktis das Erdbeben ausgelöst haben, das Fukushima überflutet hat, ist dann schon die Spur, wo ich mir denke, okay, reicht dann auch. Ja, also ich habe keine Lösung dafür. Drittens, nervt es nicht irgendwann immer wieder auf die Klassenblogs angesprochen zu werden. Es geht mir, glaube ich, schon zum Teil in der WoW-Szene, zumindest geht mir das so, vermutlich wie Leuten, die so die Musiker sind und irgendwann mal eine Platte gemacht haben, die sich ultra gut verkauft hat und die dann immer gesagt, spiel mal Athlet, do. Aber nee, eigentlich im Großen und Ganzen nicht. Das sind Sachen, die mir nicht unangenehm sind, von denen ich immer noch denke, dass sie insgesamt eine gute Qualität hatten und dass da viel Arbeit drin gesteckt hat und die eine Menge von Spielern unterhalten haben. Und bis zu dem Punkt, dass mir einige sagen, dass sie sich noch heute die Sachen regelmäßig anhören. Und was ich ähnlich beeindruckend finde, ist, wie oft ich Zitate aus den Blogs irgendwo anders höre. Am besten finde ich das, wenn jemand mir ein Zitat oder einen in seinen Augen witzigen Spruch sagt, den ich selber geschrieben habe, also quasi meinen eigenen Witz sagt. Und bis hin zu in der deutschen Lokalisierung, glaube ich, von Hearthstone, ne? Von Hearthstone, wo die Gegnersuche kommt, wo dieses Rädchen durchspinnt, bis der würdige Gegner gefunden wird. Das ist, glaube ich, eines der Dinge, die da drinstehen, auch Captain Dolchfächer. Und ich glaube, den gab es nicht, bevor ich den Blog gemacht habe, in dem ich von Captain Dolchfächer gesprochen habe. Und das ist schön. Also das freut mich, wenn das Leuten Spaß macht und zu einem Großteil auch dazu beigetragen hat, dass ich nicht diese Art von Inhalt, aber überhaupt Inhalte auf YouTube und auf Twitch und so hauptberuflich machen kann. Also nein, im Großen und Ganzen stört mich das nicht. Es sind halt manchmal so wiederkehrende Fragen, wann kommt denn das Blablabla-Blog oder so, wo ich jemandem nur sagen kann, ist nicht geplant, aber das ist nicht schlimm. Damit bringst du mich jetzt nicht auf die Palme. So, damit haben wir alle Themen für heute durch. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, und Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt euer Onkel Barlow.